Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Die Energiekrise gefährdet zahlreiche soziale Einrichtungen in ihrer Existenz. Darauf hat die Geschäftsführerin der Diakonie Saar, Anne Fennel, hingewiesen. Trotz der geplanten Gaspreisbremse würden die Energiekosten für soziale Dienstleister wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Kindergärten im kommenden Jahr wohl spürbar höher ausfallen als bisher. Teilweise liege die Mehrbelastung im einstelligen Millionenbereich. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werks im evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Sebastian Schwager, wies zudem darauf hin, dass die Einrichtungen aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit kaum über Rücklagen verfügten. Die schrumpfende Zahl der Christen nötigt die Kirche dazu, eine größere Vielfalt an Gemeindeformen zuzulassen. Dafür hat sich der Theologieprofessor und Direktor des Instituts zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, Michael Herbst, bei einer Veranstaltung der APIS in Stuttgart ausgesprochen. Er sei überzeugt, dass es mehr als einen Weg gebe, um der missionarischen Aufgabe der Christen in einer komplizierten Welt nachzukommen. Die Gemeinden müssten sich immer fragen, wer mit welchem Angebot welcher Gruppe von Menschen am besten dienen könne. Jahrhundertelang galten die Dörfer und ihre Kapellen von Mecklenburg als fast vergessen. Nun werden sie durch einen 32 Kilometer langen Pilgerweg quer durch die mecklenburgische Schweiz wiederentdeckt. Zwischen Feldern und Wiesen blüht durch die Andachtsorte am Wegesrand die Erinnerung an alte Ortschaften wieder auf. Kersten Köpke, Beauftragter für Tourismus und Kirche, regt vor allem im Frühjahr und im Herbst zum Pilgern an. Wir haben deutlich weniger Touristen in dieser Zeit hier. Das macht es auch noch mal anders, als wenn man in der Hochsaison unterwegs ist. Das heißt also, wir können uns frei relativ im Land bewegen und auf diese Art und Weise natürlich auch offene Kirchen frequentieren und unsere eigenen Erfahrungen auf den Weg machen. Pilgern macht jedoch nicht nur die geistige Erfahrung aus, auch bleibt viel Zeit zum Erleben der Natur und zum Nachdenken. Zudem üben Andachtsorte wie Kirchenruinen, die sich entlang des Mecklenburger Kapellenwegs finden, laut Pastor Eckart Hübener ihre ganz eigene Anziehungskraft aus. Unser Leben ist ein Pilgern. Wir wissen, wir haben eine Vorstellung, wir wollen gerne dahin kommen, aber der Weg dahin, da muss man etwas überwinden, sich überwinden, Hindernisse überwinden. Man kommt mit jemandem zusammen, man macht auf dem Weg Erfahrungen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten für heute. Ihnen noch eine angenehme Zeit. Tschüss und bis bald.